Trotz regelmäßiger Prüfung ist die Carola-Brücke in Dresden eingestürzt. Wie sicher sind die Brücken im Vogtland? In Plauen war bis zum Baustart auch die Elsterbrücke einsturzgefährdet. Dort bestand eben auch die Gefahr von stärkeren Schädigungen bis hin zum Einsturz durch korrodierte Spannglieder. Mehr zum Zustand der Brücken jetzt bei uns. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Der Einsturz der Carola-Brücke in Dresden beschäftigt die Menschen. Wie kann eine Brücke trotz Prüfung einstürzen? Weitere Teile der Brücken drohen einzubrechen. Gegenwärtig finden Maßnahmen der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerkes statt. Und zwar werden jetzt Markierungen an dieser Brücke befestigt, über die dann gemonitort werden kann, in welcher Art und Weise sich diese Brücke tatsächlich bewegt. Denn wir müssen nach wie vor mit einem Einsturz auch von Brückenteilen, die jetzt gegenwärtig noch hier auf den Widerlagern liegen, rechnen. Viele Brücken auch im Vogtland haben keinen guten baulichen Zustand. In Plauen war bis zum Baustart beispielsweise die vierspurige Elsterbrücke mit Straßenbahnverkehr gefährdet. An der Bartmühle wurde eine Brücke wegen akuter Einsturzgefahr sogar komplett gesperrt. Wie sicher die Brücken in Plauen sind, weiß Steffen Ullmann, Fachgebietsleiter Tiefbau in der Stadt Plauen. Stadt Plauen hat in ihrer Verwaltung 90 Brückenbauwerke. Davon überspannen 11 Bauwerke die Weiße Elster. Die werden geprüft nach Vorschrift, und zwar ist das die DIN 1076. Diese schreibt vor, dass durch einen sachkundigen Ingenieur die Bauwerke alle 6 Jahre einer Hauptprüfung zu unterziehen sind. Hauptprüfung bedeutet handnahe Prüfung jedes einzelnen Bauteils. Das heißt, da kommen auch Brückenuntersichtsgeräte zur Anwendung etc. Kleinere Brücken kann man natürlich dann auch von der Leiter aus prüfen. In den Zwischenzeiten werden die Brücken einer einfachen Prüfung unterzogen. Das heißt, man muss nicht überall handnah rangehen. Und natürlich werden im Zuge der Straßenaufsicht die Brücken ständig befahren und ständig besichtigt. Die Brücken der Stadt Plauen befinden sich in einem relativ guten Zustand. So haben wir, wenn die neue Elsterbrücke abgeschlossen ist, alle Brücken über die Weiße Elster erneuert oder auch durch Ersatzneubauten ersetzt. Es gibt natürlich auch Brücken, die noch in einem schlechteren Zustand sind. Betrifft zum Beispiel die Syrer-Überdeckung im Bereich zwischen der Theaterstraße und der Dobenaustraße. Das ist aber ein Abschnitt, den wir im nächsten Jahr freilegen wollen, sodass das Problem auch geklärt ist. Für das Sorgenkind der Stadt Plauen, die neue Elsterbrücke, entsteht derzeit ein Ersatzneubau. Die letzte Brücke über die Weiße Elster, die die Stadt Plauen derzeit erneuert, ist die neue Elsterbrücke. Thema ist schon mehrfach in der Öffentlichkeit gebracht worden. Dort bestand eben auch die Gefahr von stärkeren Schädigungen bis hin zum Einsturz durch korrodierte Spannglieder. Dieses Problem ist dann also für die Stadt Plauen mit Abschluss der Maßnahme 2026 erledigt. Real jetzt Herzen kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.